Hallo YouTube, hallo liebe Zuschauer, hallo liebe Abonnenten, herzlich willkommen bei Rockpower TV mit einer neuen LS19 Mod-Vorstellung. Ich habe mir diesmal rausgesucht den Yoskin Zero Space, weil ich finde den richtig cool. Ich mag manchmal diese Yoskin Hänger und wenn es den als Auflieger gibt, warum nicht? Das ist ein voller Größe, dreiachsig, das ist wunderschön. Ich habe auch schon gesehen, es gibt ihn auch zweiachsig, also ein Tick kleiner. Aber der Mod funktioniert nicht, ich habe keine Ahnung, er scheint nicht im Shop, dann wird er so falsch geschrieben oder ich habe keine Ahnung. So, wieder gucken wir uns mal an, ganz normal, alles was dazugehört. Kennzeichen aus weiß der Teufel woher, aber das interessiert nicht, mich nochmal nicht. Ich bin nicht so verrückt nach Kennzeichen. So, Funktionalität gucken wir mal. Stellen wir mal kurz in unseren MAN ein. Und koppel ihn an. Zack. So ist er. Jetzt habe ich extra eine zweiachsige Zugmaschine genommen. Das sieht ein bisschen besser aus. Und jetzt gucken wir mal, was er reinpasst. Auf jeden Fall die Lichter funktionieren. Das habe ich schon getestet. Seht ihr, Bremslichter. Oder Rückwärtsfahrlichter gehen. Bremslichter gehen auch. Schlagen kurz auf. Blinker geht auf, Warnblinker und rechts. Also wie gesagt, Lichter optimal. Das sieht auch wirklich schön aus und ich mag solche Fahrzeuge gerade so von Transport von Heu, Gras, Stroh oder Häckselgut oder auch Hackschnitzel. So. Jetzt laden wir mal was ein, damit ihr mal seht, was er reinpowern kann. Habe ich euch vorbereitet. So. Und zwar nehmen wir jetzt mal Häckselgut, das passt am besten. Zack, da ist es und Start und rein mit. Wieder gerade wenn man so große Ladungen eben fährt zur, was weiß ich, BGA eben oder auch zur Verkaufsstelle, warum nicht? Doch, das gefällt mir richtig gut, sieht richtig cool aus. 80.000 Liter passen insgesamt rein, das ist eine verdammte Menge. Dann kann man nicht meckern, nicht motzen. Ich zeige euch noch das Verhalten, wie er abkippt. Von dem Verkaufsträger zum Platzierbahn. So, die Kamera ein bisschen weiter wegnehmen, damit man das auch sieht. Und die Klappe geht schön auf, es rieselt raus, auch ganz unten. Ich meine, manchen ist die Schütt gut, wenn es rausrieselt, meistens so halber abgeschnitten auf der Ladeflächehöhe, finde ich eigentlich nicht so toll, aber wie gesagt, sieht gut aus, kann man nicht meckern. Zack und leer. Und ja, einmal wegfahren. Ich denke mal, das sieht auch gut aus, wenn man den nebenbei laufen lässt zum Häcksler. Parallel. Oder kann man nicht sagen. Zeige ich euch kurz die Fahreigenschaften. Also was mir beim LS19 bis jetzt auch sehr gut gefällt, das leider beim LS17 zu wünschen übrig ließ. Da gab es manchmal Aufflieger oder auch Hänger. Ab einer gewissen Geschwindigkeit flattern die hin und her. Also wenn ich da jetzt eine Kurve fahre, bleibt schön in der Spur. Wie gesagt, beim LS17 ist das Ding schon meistens ausgebrochen. Sehr wunderbar. Ja, da muss ich sagen, da haben sie wirklich was Cooles mitgemacht. So, jetzt geben wir mal richtig Speed, dass die Zugmaschine hergibt. Und legen wir voll ein. Okay, das Kippverhalten ist da, muss ja auch so sein, das ist kein Thema. Aber wie gesagt, der schlägt nicht hin und her. Also ich weiß nicht,
sonst nennen soll. Beim 17er war das ein Riesenproblem. Das hat mich richtig geärgert. Man hat einen schönen Hängerzug gehabt. Beide voll, der Zugmaschine und den Hänger. Und fuhr dann auf einer Landstraße. Und hat dann nur ein bisschen, wenn man aus der Spur war, so kurz korrigiert. Und da flackerte der Hänger schon rechts und links. Wupp, wupp, wupp. Also kann man hier nichts sagen. Der Hänger gefällt mir, der Auflieger, wie gesagt, wer richtig Maisparty machen will oder beziehungsweise Häckselgut oder auch Stroh und Gras und vielleicht auch Silage, holt euch den, er funktioniert, sieht sehr gut aus, kriegt er bei ModHub oder bei LS Mods LU, EU und ja, müsst ihr nur eingeben, notfalls bei Google, LS19 Josking Silo Space. Und da kommt er dann. Wenn es euch gefallen hat, die kleine Mod-Vorstellung, wie gesagt, ich muss mich erstmal wieder dran gewöhnen. Kann es nicht so sein, dass ich alles zum Ausdruck bringe, weil ich jetzt lange, lange nichts mehr gemacht habe. Und der LS90 gefällt mir jetzt immer gut, besser, weil eben auch das Problem war, dass der am Anfang bei mir nicht so funktionierte, besonders der Ton. Ich bedanke mich recht herzlich fürs Zuschauen. Wie gesagt, hat es euch gefallen, macht einen Daumen hoch, lasst einen Kommentar da, lasst ruhig mal einen Kommentar da. Lasst ein Abo da, wenn ihr mich noch nicht abonniert habt. Das müsst ihr wissen, ob es sich lohnt oder nicht. Wenn man mich, die meinen Abonnenten, die mir bis jetzt die Treue gehalten haben, auch wo ich jetzt fast ein Jahr Pause gemacht habe, ganz recht herzlich bedanken, dass sie trotzdem noch dabei waren. Und ja, es kommt mal wieder einiges. Ich habe noch eine Menge vorbereitet. So, mit diesem Abschlussbild verabschiede ich mich, sage Tschüss, bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.